Die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute zwei Anträge der Grünen, und es ist ja eigentlich fast wie in der letzten Legislatur, aber ich bitte die Grünen schon einfach auch zur Kenntnis zu nehmen, dass sich die Bandbreite der Meinungen noch mal wesentlich verbreitert hat und das natürlich auch dazu beiträgt, dass man bei den Zwischenrufen aus meiner Sicht ein bisschen vorsichtiger sein sollte und eben auch die Sache in den Mittelpunkt stellen muss. Es geht um die Klimaschutzziele zum einen, und zum anderen geht es um den Wind-Onshore-Ausbau, also um die Windkraft an Land. Und eines muss ich schon mal deutlich sagen: Entgegen sämtlicher Befürchtungen während der letzten gesamten Legislatur haben wir den stärksten Ausbau der Windkraft seit jeher zwischen 2014 und 2017. Beim Thema Klimaschutz könnte man glauben, dass Sie die Sondierungsvereinbarung nicht gelesen haben. Hier wird sich ausdrücklich zum Klimaschutz bekannt, dass zum Ziel 2020 eine Lücke besteht, ist bekannt. Diese wird schnellstmöglich geschlossen werden. Umso wichtiger Herr Kollege, ist aber, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Badum? Natürlich, gerne. Ziehen Sie in Erwägung, dass der Ausbauboom der letzten Jahre vielleicht damit zu tun hatte in Bayern? Zum einen, dass viele Hersteller versucht haben, vor der 10H-Regelung noch ihre Windkraftwerke zu bauen, und zum anderen, dass vor Beginn der Ausschreibung versucht wurde, noch die Vergütung zu erreichen. Könnte der Boom damit zusammenhängen? Werte Kollegen, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann sprechen diese eine andere Sprache. Wir haben eigentlich als Ziel gesetzt, 2,5 Gigawatt pro Jahr auszubauen im EEG 2014. Wir haben jetzt im letzten Jahr unter dem Regime der Ausschreibungen circa 6 Gigawatt ausgeschrieben bzw. eben bewilligt. Also das spricht eigentlich gegen Ihre Argumentation. Und der Anteil an den bayerischen Windkraftwerken, auch dieser Gesamtsumme, ist auch, selbst wenn es hier natürlich Vorzieheffekte war, verschwindend gering. Umso wichtiger, wie gesagt, beim Klimaschutz sind die langfristigen Ziele. Und hier wird eben auch klar sich positioniert, dass die Ziele 2030, aber auch die Ziele 2050 gelten. Und erstmalig werden auch die Mittel zur Erreichung benannt, eben auch ein Klimaschutzgesetz. Und das gab es übrigens im Jamaika-Papier nicht. Und natürlich muss auch gerade die Kohleverstromung zur Minderung der Emissionen beitragen. Es muss jedoch auch klar sein, eben uns, dass wir früher oder später aus der Kohleverstromung aussteigen werden. Mir ist es natürlich etwas lieber, wenn es etwas früher wäre als später. Aber wir haben natürlich auch eine Verantwortung den Regionen gegenüber. Wir müssen Perspektiven aufzeigen und die betroffenen Regionen unterstützen. Und auch hierauf wird ja im Sondierungspapier Bezug genommen. Wir werden die Menschen in den betroffenen Regionen nicht im Stich lassen. Darüber hinaus dürfen wir aber auch gerade beim Klimaschutz die europäische und die globale Dimension nicht vergessen. Ein einheitlicher CO2-Preis auf europäischer Ebene ist hier nach wie vor das geeignetste Mittel für wirksamen Klimaschutz. Wie gesagt, im zweiten Antrag thematisieren Sie dann den Ausbau der Windenergie. Wenn man die Zahlen des Ausbaus sich vergegenwärtigt, dann sind es 2014 4,8 Gigawatt, 2015 3,7 Gigawatt. 2016 4,6 Gigawatt und jetzt 2017 wahrscheinlich annähernd 6 Gigawatt. Ursprünglich geplant waren 2,5 Gigawatt im Jahr. Nur mal zum Vergleich: Die Nennleistung eines Kernkraftwerks beträgt ca. 1,5 bis 2,5 Gigawatt, damit man sieht, was hier letztlich auch umgesetzt wird. Das ist die höchste. Herr Kollege Lenz, gestatten Sie eine Zwischenfrage eines Sehr gerne. Kollegen der AfD? Sehr gerne. Ja, sehr geehrter Kollege, zwei Fragen. Eine Frage: Ist Ihnen bekannt, dass es allein aus 2017 400 Studien gibt, die nicht explizit einen Zusammenhang mit der gestiegenen CO2-Konzentration in der Luft und der Erderwärmung beweisen und diesen Zusammenhang herstellen? Und dann eine zweite Frage: Wie soll eine Energiewende stattfinden, wenn... Lassen Sie den Kollegen bitte aussprechen. Wenn die Grundlagen fehlen, zum Beispiel eine vernünftige, ökonomisch sinnvolle Speichertechnologie. Danke,
Danke für die Zwischenfrage, die ja auch sich die Grünen gut anhören sollten, wenn ich vorher über die Bandbreite spreche. Wenn man sich die Studienlage zum Klimawandel anschaut, dann ist es so, und das wissen Sie wahrscheinlich auch, dass über 90% der Studien davon ausgehen, dass der Klimawandel wissenschaftlich fundiert begründet ist und dass es natürlich auch wissenschaftlich immer andere Zweimeinungen gibt. Das ist klar, wenn man sich die Studien anschaut, genauer, die Sie zitiert haben, dann kommen die meistens von fachfremden Professoren oder Wissenschaftlern, und das ist auch vom Grundprinzip die Erklärung, warum es eben auch eine große Anzahl von gegenteiligen Studien gibt. Aber die Großzahl der Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, gehen eben auch von der wissenschaftlichen Validierung und Evidenz des Klimawandels aus. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir natürlich bei den Speichertechnologien, bei der Sektorkopplung noch Aufgaben vor uns haben, dass wir die volatilen Erneuerbaren am besten eben auch durch flexible Fossile zwischenzeitlich ausgleichen müssen. Das sind beispielsweise kaltstartfähige Gaskraftwerke. Da sind wir dran. Das hätten Sie sich die letzten 4 Jahre auch anschauen können. Da sind wir auch gut vorangekommen. Und insofern sind wir auf dem richtigen Weg. Wir haben vieles in die richtige Richtung auch in der letzten Legislatur bewegt. Allerdings sind wir noch nicht am Ende. Das muss uns auch alle klar sein. Es ist aber auch so, dass es eben, und das verdeutlichen ja auch die Zahlen, dass von Abwürgen der Energiewende nicht die Rede sein kann, auch gerade im Kontext der genannten Zahlen. Wir bewegen uns gerade hinsichtlich des Zubaus der Erneuerbaren im Zieldreieck zwischen Umweltverträglichkeit, zwischen Versorgungssicherheit und zwischen Bezahlbarkeit. Und dazu haben sich übrigens auch die Grünen bekannt im Jamaika-Papier, und da war keine eckige Klammer dabei, das auch noch mal zur Erinnerung. Und bei der Bezahlbarkeit tragen beispielsweise die Ausschreibungen, gegen die Sie immer waren, auch dazu bei, dass wir mittlerweile Einspeisevergütungen haben, die durchschnittlich unter 5 Cent pro Kilowattstunde sich belaufen, 3,82 bei der letzten Ausschreibung. Und das ist ein Erfolg auch von Union und SPD, den wir ja gemeinsam auch erreicht haben. Ebenso ist der Netzausbau notwendig. Es bringt uns nichts, wenn der Strom aus Erneuerbaren dort produziert wird, wo man ihn nicht braucht, gleichzeitig aber annähernd voll vergütet wird. Hier sehen die Sondierungen zwischen Union und SPD ein Netzausbaubeschleunigungsgesetz vor, außerdem Anstrengungen bei der Sektorkopplung und auch bei der Speichertechnologie. Ihnen geht es jetzt im Antrag konkret ja um eine Regelung aus 2017, für die Sie ja eigentlich auch immer waren. Nach dieser Regelung sollten Bürgergesellschaften die Vorlage der Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz eben nicht erbringen müssen. Dies sollte zur Förderung der Akteursvielfalt dienen. Da es hier nun offensichtlich Missbrauch gab, das zeigen ja die Zahlen, haben wir noch im letzten Jahr eine Sonderregelung für die ersten beiden Ausschreibungen 2018 getroffen, die eben auch die BImSch-Genehmigung für die Bürgergesellschaften vorsieht. Es kann natürlich sein, dass auch darüber hinaus die Aussetzung der Sonderregelung Sinn macht, eben dass auch langfristig die BImSch-Genehmigungen einzuholen sind. Darüber werden wir im Ausschuss entsprechend sprechen. Die Ausschüsse werden ja in Kürze auch konstituiert. Und das ist auch eigentlich der Ort, um dann fachlich, konkret und präzise die Detailfragen, die noch zu klären sind, zu erörtern. Herzlichen Dank. Letzter Redner der Debatte ist Johann Saathoff für die SPD-Fraktion.